Er fliegt direkt an die Front. Afghanistan, in der Nähe von Kunduz. Die bisher gefährlichste Reise von Karl Theodor zu Guttenberg. Kein anderer Verteidigungsminister hat sich je so weit ins Kampfgebiet gewagt. Feldherrenhügel nennen sie das hier, die sandige Hochebene. Trügerisch ruhig sieht es aus, fast friedlich in dem grünen Tal, in dem Stunden zuvor noch heftigst gekämpft wurde. ISAF-Truppen haben zusammen mit afghanischen Sicherheitskräften versucht, die Taliban hier herauszudrängen. Die Soldaten sind begeistert, dass der Minister herkommt. Und auch seine Botschaft für die Heimat ist klar. Der adlige Minister, der anpackt und der seinen Soldaten den Rücken stärkt. Die Motivation ist einmal mehr, dass man die Lage der Soldatinnen und Soldaten, aber auch der Sicherheitslage nicht nur vom Schreibtisch in Berlin aus beurteilt, sondern sich selbst ein Bild macht. Gut 48 Stunden zuvor ein ganz anderes Bild. Die chinesische Mauer, Höhepunkt der Asienreise des Ministers, die ihn nach China, die Mongolei und eben nach Afghanistan führt. Ein großartiger Tag heute. Toll. Super. In China will Guttenberg Themen ansprechen, die weit über sein Ressort hinausgehen. Die Lage der Menschenrechte etwa hier im Reich der Mitte. Es ist eine Frage, ob man auch in der Lage ist, gesichtswahrend miteinander umzugehen. Und vor dem Hintergrund ist es oftmals ein Aspekt der Tonalität, aber etwas, wo wir, wenn wir über globale Menschenrechte sprechen, wofür wir uns auch nicht verstecken müssen, sondern für die wir auch in Klarheit eintreten können, aber ohne, dass wir andere deswegen brüskieren müssen. China ist auch für den Baron aus Deutschland schwierigstes diplomatisches Parkett. Doch zu Guttenberg strahlt Souveränität und Selbstbewusstsein aus. China ist die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Seine militärische Macht spielt das Land bewusst herunter. Wichtigster Termin: Treffen mit dem Vizepräsidenten. Xi Jinping gilt als künftiger Staats- und Parteichef, könnte die Führung Chinas 2012 übernehmen. Kronprinz trifft Kronprinz, bemerken Beobachter. Auch in China hat sich herumgesprochen, dass sie in Deutschland zu Guttenberg derzeit alles zutrauen, dass er in der Heimat von vielen als künftiger Kanzler gehandelt wird, seit Monaten beliebtester Politiker ist. Diplomatisch heikel wird es, als der Generalstabschef heftig gegen die Medien, den Westen und vor allem die USA wettert. Ausgesprochen ungewöhnlich, dass sich Chinas Führung dabei filmen lässt. Zu Guttenberg ist dennoch zufrieden mit seinen Gesprächen, sieht darin auch ein Zeichen der Öffnung. Ich glaube, die gute Nachricht ist die, dass offen auch gegenüber den Medien über die Einschätzung von Menschenrechten gesprochen wird. Das ist durchaus auch ein Schritt vorwärts zu dem, was üblicherweise von dem einen oder anderen erwartet wird. Deswegen war es in dem Sinne eine gute Atmosphäre, dass man die Meinungen austauschen konnte. Ich habe noch einmal unsere, auch die Regierungsposition, deutlich gemacht. Und ich glaube, es ist ein Schritt vorwärts, dass man miteinander spricht, den Dialog sucht, auch die Öffentlichkeit sucht. Und von daher sollten wir das nicht nur kritisch bewerten. Kurz darauf Briefing auf dem Flugzeugboden. Der Verteidigungsminister gibt sich betont unkonventionell. Zu Guttenberg kennt die Macht der Bilder. Und die Bilder, die stimmen auch in der Mongolei, seiner nächsten Station. Der erste Auftritt eines Verteidigungsministers aus Deutschland. Ein historisches Ereignis für das Land. Tag, Soldat. Man trifft sich als Freunde. Diese mongolischen Soldaten haben in Afghanistan an der Seite der Bundeswehr gekämpft. Empfang in Ulaanbaatar zu Guttenberg tritt auf mit Charme, Witz, aber auch mit großer Offenheit. Das bricht das Eis. Und während seiner Asienreise ist zu beobachten, was ihm auch in Deutschland die Sympathien zufliegen lässt. Tadelloses Auftreten, scheinbar jeder Situation gewachsen. Man kann sagen, ein magischer Mensch, wirklich so eine Ausstrahlung. Und man kann wirklich sehen, dass er für sein Volk lebt. Ja. Überall klappt die Regie. Zurück in Afghanistan, starke Bilder, Emotionen, aber auch klare Worte. All das liefert zu Guttenberg. Hier nach Afghanistan kommt er alle 2 Monate.
Hier muss er sich bewähren als Verteidigungsminister. Die Frage aber bleibt im Raum. Geht es ihm um die Sache oder doch vor allem um seine Karriere? Als künftiger Kanzler wird er schon jetzt gehandelt. Er wehrt das ab. Aber mit einer Reise wie dieser gibt er dieser Diskussion neue Nahrung.